Wir starten in Hamburg nahe der AOL Arena. Ein kleiner Hänger mit einem Ballonkorb erwartet uns dort. Bevor wir starten können, müssen wir kräftig mit anfassen. Der Hänger muss entladen werden. Zuerst der Korb und dann ein riesiger Plastiksack. Puh, war der schwer. Während der Pilot den Brenner im Korb einrichtet, holen wir aus dem Sack ein Stück Stoffbahn heraus. Es ist die Hülle unseres Heißluftballons. Sie muss sorgfältig ausgelegt werden. Inzwischen ist der Brenner eingerichtet und kann getestet werden. Jetzt wird der Korb auf die Seite gelegt, um die Seile der Ballonhülle an ihm zu befestigen. Jedes an der dafür vorgesehenen Stelle. Es darf keines vertauscht werden. Anschließend kann die Ballonhülle komplett ausgerollt werden. Nur wie bekommen wir sie aufgeblasen? Zwei große Lüfter sollen diese Arbeit übernehmen. Hört, was der Pilot uns dazu erklärt. Die heiße Luft dazu und irgendwann ist das Ding frei und richtet sich auf. Dann müssen die Dinger weg, weil dann stellt sich der Korb wieder hin und dann können wir den Wind hier so ein bisschen hin und her wabern, dass wir die nicht platt fahren. Da gucke ich mal jeden von euch beiden einzeln an und merke so eine Handzeichen, so eine Bewegung. Dann bitte da oben den roten Schalter auf 0. Hier ist der an der Seite. Einfach wieder auf, so wie jetzt. Ach so. Und jetzt wieder an. Und dann bitte hier, das ist so eine kleine Weglaufsperre, dass der nicht selber wegvibriert. Dann bitte hier so anheben mit dem Fuß hier mal gegen, dass die Achse vorne ist. Und dann eben mit dem Fuß so ein bisschen die Achse vordrücken. Ja. Einmal Trockenübung. Boah, ist das schwer. Das ist nicht schwer, nur noch ein bisschen nach vorne so. So, genau. Und dann mit dem Fuß einmal gegendrücken, dass das da reinpasst. Und dann wegrollen. So zum Anhänger hin. Zwei kräftige Männer müssen die Öffnung der Ballonhülle hochhalten, damit die Luft hineingeblasen werden kann. Und seht, jetzt richtet er sich auf. Schnell einsteigen, kräftig Gas geben und los. Wir schweben und steigen langsam hoch. Unter uns der Startplatz neben der AOL. Wir fahren. Ja, es heißt Ballonfahren und nicht Ballonfliegen. Eine historische Erklärung besagt, dass die ersten Ballonfahrer, die Gebrüder Montgolfier, schon damals in das Luftmeer entschwebten. Und da die Seefahrer im Meer, im Wassermeer fahren, fahren die Ballone im Luftmeer. In 250 Meter Höhe gleiten wir in unserem Ballon westwärts. Unter uns die Bahnstrecke von Hamburg nach Elmshorn. Die Autobahn A23.
ein kleiner Sportflugplatz. Durch das Öffnen der Klappen in der Hülle kann der Ballon gedreht werden. Mit diesem Seil werden die Klappen in der Spitze der Hülle geöffnet, damit der Ballon absteigt. So ein bisschen absteigen, wenn wir da irgendwie so eine schöne Wiese haben, dann werden wir mal nach vor der Stadt landen. Denkt ihr denn dran, ne, dass ihr euch schön festhaltet bei der Landmark, erstmal so ein bisschen in die Knie, ne, einknicken. Alles hier, so lange Seite hin, guck mal, da unten ist sogar eine schöne Straße, da könnt ihr uns sogar super aufsammeln. Ne, hier unten rechts siehst du ja auch schon wieder, ne, eben gerade über drei rüber, da alle Wiesen, überall stehen die Viecher hier. Wir sind gelandet. Die Kühe auf der Nachbarwiese beobachten uns neugierig. Damit der Ballon nicht wieder aufsteigt, müssen zwei Mann ihn mit einem Seil unten halten. Jetzt wird der Ballon abgebaut und die Hülle sorgfältig zusammengelegt. Zack. So, da bleibt sie liegen. In Jahren hat man den Dreh raus. Donnerwetter. Geht. Im Januar werde ich 20, also bin ich 22, August 92. Dann bin ich dabei. So, das kommt einmal nach hinten. Voll Begeisterung, weil du mal mitgemacht. Ja. So, jetzt zwei kräftige bitte einmal nach vorne. Hier sind schöne Griffe, einer rechts, einer links. Ja, sonst machen Sie das, wie gesagt. Das ist und mit vereinten Kräften im Transportsack verstaut. Wir setzen uns alle auf den Sack, um die Luft aus der Hülle herauszudrücken. Anschließend muss alles mit vereinten Kräften wieder auf den Hänger geladen werden. Es ist eine alte Tradition, Erstballonfahrer mit einer symbolischen Taufe in den Ballonadel zu erheben. Hierbei wird eine Strähne des Kopfhaares angezündet und mit Sekt gelöscht. Die so getauften neuen Adeligen geloben dabei, ihren Namen nie zu vergessen. Das war die Ballonfahrt von Herzogin Heidi, tapfere Aeronautin der heißen Luft überm Volkspark, und Herzog Klaus Peter, kerniger Luftakrobat von der Wiesenschleichfahrt vor Elmshorn, am Donnerstag, den 13. Oktober 2005, mit dem Piloten Gerd.